Moin Moin und damit willkommen zu einem sehr kurzen Ankündigungsvideo. Es soll heute gehen um das Heldenwerk-Abenteuer Gekreuzte Klingen, Tage der Leuen, Teil 1. Das ist vor ein paar Tagen erschienen und ihr könnt jetzt im Rahmen dieses Abenteuers an einer Umfrage teilnehmen. Müsst ihr das Abenteuer gespielt haben, um an der Umfrage teilzunehmen? Nein, müsst ihr nicht. Es wäre allerdings ganz schön. Ich möchte auf den Inhalt des Abenteuers gar nicht eingehen. Das Abenteuer habe ich mir durchgelesen. Das ist solide, das ist gut. Kann man auf alle Fälle spielen. Ich weiß nicht genau, ob ich es in der Zeit schaffe, bis zum 21. Dezember. Ich habe auf alle Fälle schon abgestimmt, obwohl ich selber noch keinen Ausgang habe. Aber es wird auch gesagt, ihr könnt euch einen Ausgang aussuchen, was denn von euch bevorzugt wäre. Jetzt kurz zur Erklärung, worum soll es gehen? Ich werde hier auf das Abenteuer nicht eingehen, nicht spoilern, ihr könnt das also noch spielen, keine Sorge. Es geht um einen MacGuffin, also einen Gegenstand, der von den Helden gerettet werden muss. Und die Helden haben dann die Wahl, an wen sie diesen MacGuffin abgeben. Oder sie können ihn natürlich auch selbst behalten. Aber diese Umfrage, ich werde sie unten verlinken, könnt ihr hier dann euch einmal anschauen. Die Wahl liegt ganz bei den Helden. Ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, das könnt ihr selber machen, euch also selbst durchlesen. Ich sage euch einfach nur, worum es geht. Das heißt, was passiert denn mit meiner Stimme, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe? Punkt 1. Die Rondra-Kirche wird gestärkt. Das Horasreich wird nicht unbedingt geschwächt, aber naja, der Horas wird darum sehr unglücklich sein. Und Domaldo von Westphal wird gestärkt. Wer ist Domaldo von Westphal? Das ist ein NPC, der in diesem Buch vorkommt, der hier mit harter Hand durchgreift. So wird er eingeführt und das ist quasi das, was er ist. Ein harter Hund. Aber auch jemand, der etwas kann. Also es ist ein kompetenter Typ, der jetzt hier eben anführen kann. Das wäre der erste Punkt. Das heißt, Rondra-Kirche plus, Horasreich minus, Domaldo plus. Dann, zweiter Punkt. Die Rondra-Kirche wird gestärkt. In meinen Augen sogar noch stärker, als es bei Teil 1 der Fall ist. Und das Horasreich verliert ebenso. Also Horasreich minus und Rondra-Kirche plus. Dann, der dritte Punkt. Was passiert da mit der Rondra-Kirche? Die wird massiv geschwächt, weil einer ihrer Rondrianer sich dann ja nicht für die Kirche entscheidet, sondern für die Politik. Und das Horasreich und der Horas wird gestärkt, beziehungsweise bleibt quasi gleich. Zumindest verliert er in diesem Fall nicht. Ja, und Punkt Nummer 4, das ist quasi genau das gleiche, nur dass die Rondra-Kirche nicht ganz so sehr stark geschwächt wird, wie ich das finde. Punkt Nummer 3 ist es, so wie ich das jetzt gelesen habe, tatsächlich ein Auflehnen gegen die Rondra-Kirche, also eine Machtprobe. Bei Punkt Nummer 4 wird es ihm halt angeboten und er sagt einfach nein, ich bleibe bei der Politik. Das sind also diese 4 Punkte. Entweder die Rondra-Kirche bekommt Zuwachs, das sind die 1 und 2 Punkte. Also was heißt Zuwachs? Die Rondra-Kirche wird gestärkt. Und bei Punkt Nummer 1 könntet ihr euch dann nochmal zusätzlich für Domaldo entscheiden, also einen starken Herrscher, der mit nicht unbedingt Gewalt regiert, aber der setzt eben seine Sachen so um, wie er es gerne hätte. Punkt Nummer 2, Rondra-Kirche, starkes Plus, und ja, hier geht Domaldo eben mit, ja, mit Plus minus 0 raus, der wird hier also nicht gestärkt. Rondra-Kirche minus, und zwar ziemlich massiv in Punkt Nummer 3, und das Horasreich, also wenn ihr Fan vom Horasreich seid, dann könnt ihr hier Punkt Nummer 3 oder Punkt Nummer 4 wählen. Ja, und wie gesagt, bei Punkt Nummer 3 wird die Rondra-Kirche eben nochmal massiver geschwächt, weil es hier zum Auflehnen eines der Kirchenmitglieder kommt. Das ist also jetzt einmal die Zusammenfassung dieser 4 Umfragepunkte. Wenn ihr also eine eigene Meinung dazu habt und diese Wahl beeinflussen möchtet, dann habt ihr wie gesagt noch bis zum 21. Dezember Zeit und ich verlinke euch unten die Adresse und dann könntet ihr hier mit eurer E-Mail-Adresse dann auch, ja, daran teilnehmen. Viel Spaß!